Hallo und herzlich zurück zu A-Train All Aboard Tourism, das vielleicht letzte Video im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion Fuse for Water. Wer da mithelfen möchte, ganz einfach, wieder schauen im Dezember oder alternativ, wer kann und möchte, der findet den Link zur Kampagne in der Videobeschreibung. Und letztes Video im Rahmen der Spendenaktion deswegen, weil wenn das Timing stimmt, ist heute so ein, zwei Tage vor Weihnachten. Und ab 24. kommen wir dann Railroads, muss ich auch noch aufnehmen. Und das macht den Dezember vielleicht dann voll, dann ist die Aktion ja vorbei. Allerdings nicht die letzte Folge in der Mission, weil ich möchte die eigentlich fertig spielen. Und zwar auch relativ stressfrei. Hab kurz überlegt, ob ich einfach dann vorspulen soll, sobald wir wissen, dass wir die Ziele vermutlich erreichen. Aber wäre ein bisschen schade, finde ich, jetzt wo wir schon die Mühe machen, alles so hübsch zu bauen. Also etwas gemütlicher, nicht jetzt unbedingt ohne Vorspulen, also mit Vorspulen meine ich die Funktion da oben, weil sonst brauchen wir da ewig, weil wir müssen ja mindestens 2 Jahre spielen. Also hier in den Plänen nochmal vorher kurz geschaut vor der Aufnahme. Wir haben da beim Börsengang als Bedingung ja auch einen Überschuss für mehr als 2 Jahre aufeinanderfolgende. Das heißt, mindestens 2 Jahre spielen wir ja sowieso. Und ja, als Börsengang sehe ich jetzt nicht so das Problem, aber die Touristen müssen wir eventuell noch für mehr sorgen. Vielleicht den Westen noch anschließen, also hier die Seite. Also Bahnlinie auch da hinbauen. Hier können wir noch anschließen, hier können wir noch anschließen. Also gibt noch genug zu tun. Und eben, manchmal müssen wir sicher vorspulen, weil kein Geld auf Sachen warten. Klar, aber ein paar Folgen, denke ich, wird es noch geben. Und vielleicht mache ich die jetzt direkt oder spätestens dann versuche ich in den Weihnachtsfeiertagen, die aufzunehmen. So, heute aber erstmal Bahnlinie fertig bauen, darüber verlängern nach Eumar. Und hier so eine Brücke hin, heißt, wir sollten mal schauen. Genau, die kosten eh alle gleich viel und so eine Bogenbrücke gefällt mir eigentlich. Das heißt, ja, einfach losgebaut. Was kostet der Abschnitt? Jetzt schon fast 1 Milliarde, nicht schlecht. Da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen runter, genau. Und hier ist jetzt die Frage, soll man dann den Stopp einplanen? Vielleicht ja, also jetzt nicht direkt schon bauen, aber überlegen, ob wir irgendwo stoppen. Und für das bräuchte man eigentlich nur ein, ja, gerade genuges Stück Gleis sozusagen. Eventuell hier würde sich's anbieten. Und im Gegenzug könnten wir ja hier irgendwann einen Bahnhof bauen. Eventuell kaufen wir auch schon die Grundstücke, aber einfach so als ja, im Hinterkopf behaltene Gedanken sozusagen. Und schauen wir mal, wo wir da rauskommen, wenn wir einfach da runterfahren. Das würde sich eh gut anbieten. Genau, einfach hier durchfahren, eben da die ein paar Grundstücke kaufen, vielleicht auf der Seite sogar. Da können wir dann einen kleinen Bahnhof machen. Kann ja wirklich so ein kleiner sein, wo maximal so 2-3 Länge hat, damit auch nur die kurzen Züge halten können. Und da probieren wir dafür die Häuser zu vermeiden, wenn es geht. Es geht. Und genau, dann hier anschließen. Heißt einmal nach unten, das passt. Und daran. Und sind wir nochmal 2,7 los für das zweite Stück. Ich weiß gar nicht mal, wie viel das erste war, aber ich glaube nicht ganz so teuer, vermutlich wegen der Brücke. Dann, auch wenn wir es im Moment nicht nutzen, wollen wir hier natürlich auch das zweite Gleis anschließen. Geht das knapper? Ich glaube, es ist das gleiche, oder? Und hier braucht man noch eine Ausweiche. Da muss das Haus jetzt leider doch weg. Und dann schauen wir einfach mal, wenn wir den Zug jetzt verlängern, den Fahrplan anpassen. Von dem hier, den können wir eigentlich gleich umbenennen, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht auch irgendwie so. Ich glaube, so war es geschrieben. Hoffe ich, meine ich. Nein, mit... Ah, ich habe gerade Iberia und Isoja vermischt, so wie es ausschaut. Isoja. So, ich gehe nochmal schauen. Sehe ich es irgendwo? Kann ich es mir irgendwo einblenden lassen, während ich tippe? Wäre praktisch.
verschwindet immer. Ich glaube, jetzt habe ich's. Achso, aber den. Deswegen sind wir eigentlich hier wegen der Betriebsroute. So, da wollen wir nämlich hier. Den können wir auch gleich umbenennen, wenn wir schon dabei sind. Und wenn ich schon übe, Isoja zu schreiben. Wobei hier ist ja schon im Namen, nur nicht an der richtigen Stelle. Umbenennen, so. Dann wollen wir hier nicht wenden, sondern geradeaus fahren. Das passt. Hier dann dafür wenden und hier Schienenwechsel zum Ausweichen. Rest sollte stimmen. Und hier hat man die Abfahrt. 3:30 schaffen wir 6 Stunden. 6 oder 7. Wir hatten ja etwas Puffer. Probieren wir mal 6 Stunden. Und dafür 4-mal oder 3-mal. Sonst ist das super spät zurück. 4-mal wäre eh schon durchfahren sozusagen. Dann schauen wir es uns mal an. Und jetzt ist natürlich die Frage wegen der Begegnung in der Mitte. Ich hoffe mal, es ist halbwegs in der Mitte. Da müssen wir nicht gar nicht viel anpassen. Sonst brauchen wir so ein bisschen. Ja, entweder auf Gegenzug warten oder ähnliches. Ist auch gut gefühlt. Schauen wir mal, was wir machen. So, es geht los um. Haben wir da jetzt gerade eine Abfahrt verpasst? Kann sein, weil ich ja die Zeiten angepasst habe. Ich glaube 18 Uhr. Und wie lange brauchen wir jetzt in die Mitte? Dann können wir auch schauen, ob die Begegnung funktionieren würde. Ah, ist ja Vormittag, also 6 Uhr, nicht 18 Uhr. So, wir brauchen knapp über eine Stunde. Hier dann auch knapp über eine Stunde. Heißt, könnte sich ausgehen. Und entsprechend so 4,5 Stunden ungefähr für die ganze Runde, wenn ich das richtig sehe. Okay, das ist eigentlich sehr gut. Könnte man nämlich 5 Stunden einstellen. Stellen wir 5 Stunden ein. Stellen wir 5 Stunden ein und 4-mal. Ah, das ist perfekt. Sind wir so um 1, um 2, sowas wieder zurück. Das ist, glaube ich, okay. Können wir auch natürlich gleich die Betriebsstunden anpassen. So 5:50, 5:45 bereitstellen. Ich habe gesagt, um 1 ist, um 2 ist er wieder da. Also machen wir 1 Uhr. Dann, ja, sobald er ankommt, geht er schlafen sozusagen. Oder ist das schon zu knapp wegen. Nicht, dass er irgendwie. Machen wir lieber 1:30. Nicht, dass er irgendwie noch beim Vergnügungspark stehen bleibt. Sollte eh mehr oder weniger genau 1:30 ankommen. Aber wenn wir zu früh im Betriebsschluss machen, dann bleibt er eben in der Mitte stehen. Das wollen wir ja nicht. So, dann 11. Und das sollte eigentlich passen. Könnte man einen zweiten kaufen und in die Gegenrichtung fahren lassen. Genau, und dann um 4 geht es wieder los. Perfekt, dann kaufen wir noch einen. Und den können wir direkt kopieren. Ja, müssen wir eigentlich nur die Abfahrtszeit umstellen. Sonst glaube ich nichts. Also platzieren natürlich. Das wäre auch noch wichtig. Entsprechend wollen wir hier dann 6 Uhr, 5 Stunden, 4-mal. Und hier dafür Haltezeit, 5 Minuten. Passt das, hoffentlich passt das. Dann schauen wir, ob die Begegnung klappt. Ich hoffe mal. Ah ja, das schaut sehr gut aus. Der ist so 2 Minuten vorher da, wenn überhaupt. Aber mit den 5 Minuten Haltezeit überhaupt kein Problem. Quasi perfekt. Ja, bin ich mal zufrieden.
Busse werden wir jetzt trotzdem anpassen. Ich habe mir allerdings überlegt, dass wir trotzdem mit einem Bus immer noch hierher fahren. Ich überlege gerade, ob wir den doch irgendwie Bahnhof Iberialand nennen. Aber egal für den Moment. Ich glaube, wir fahren mit einem Bus hierher und zwar mit so einem Schnellbus. Weil dann hätten wir auch einen Grund, mal einen Plan zu machen. Und zwar eben diese Busentwicklung da. Weil das kostet, glaube ich, nicht extrem viel. Man, 150 Millionen, das geht. Und zwar war das der hier, beziehungsweise... Okay, kostet schon ein bisschen mehr, 500 Millionen. Aber was soll's, mach mal. So ein Doppeldecker-Expressbus quasi. Und eben hier haben wir ja gesagt, das ist, glaube ich, nur so Farbe. Haben wir nicht irgendwas gesagt von passender Paintjob für irgendwie Wind von Spanien oder was war das? Aber keine Ahnung. Sagen wir mal, das wäre der. Gibt es da noch passende Aufkleber? Uff, da kann man ganz schön viel machen. Ah. Ich glaube, das genügt mal für den Moment. Geben wir super viel Geld aus. Und den können wir dann als Direktbus einsetzen. Und die hier, die lassen wir dafür, die ganzen, die wir im Einsatz haben, die lassen wir, glaube ich, im Ort fahren. Einmal würde ich den Stadtteil gern bedienen, einmal den Stadtteil vielleicht sogar bis da oben hin. Oder da eben noch einen eigenen Bahnhof. Hier eben war ja auch die Frage, machen wir dann einen Zwischenstopp vielleicht mit unserem Expressbus? Könnte man machen. Dann hat er ein bisschen mehr Rechtfertigung, dass er auch da parallel zur Bahn fährt. Aber ja, dann planen wir hier mal ein paar Busstops ein. Haben wir da noch eine Förderung? Da war doch irgendwas mit Bushaltestellen. Genau, da bekommen wir aber nur, glaube ich, Grundstückspreis. Und wenn wir jetzt keine Endhaltestellen bauen, dann bringt uns das nichts. Aber wir könnten natürlich welche bauen, wenn es schon quasi geschenkt ist. Und zwar vielleicht eine hier am Bahnhof, dass man so die zwei Bahnhöfe nochmal mit Bus verbinden, mit aber Zwischenstopps eben. Keine Ahnung, irgendwie... Vielleicht fahren wir so eine Schleife, so rum und da dann irgendwie wieder raus. Könnte man machen. Und hier am Bahnhof eben so eine bisschen größere, also so eine. Die eben hierhin vielleicht. Eben, bleibt sich gleich, wir bekommen es eh gezahlt, also wenigstens den Grundstückspreis. Und da ein Stückchen Straße, damit wir auch da rüber können. Wir könnten hier auch wenden, aber ich wollte eben hier runter und irgendwie hier rauf wieder fahren. So, da haben wir was für einen Straßentyp. Das ist die öffentliche Schnellstraße schon, glaube ich. Schaut so aus. Und Haltestellen. In der langen jetzt so vermutlich meistens einseitige. Mal schauen. Wir wollen, dass die Stadt auch hierhin weiter wächst. Also vielleicht hier? Linksverkehr nie vergessen. Oder wie hier, 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 ja. Passt. Ah, die zählt jetzt schon als Umstieg, weil sie so nah zusammen sind. Da mache ich es vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Ah, perfekt. Dann zählt es eben nicht als Umstieg. Ich bilde mir zumindest ein, dann deckt es irgendwie mehr ab. Oder vielleicht verwirrt es auch das Spiel ein bisschen weniger. So, beim Zurückfahren. Da müssen wir jetzt eben genau gleich schauen. Sonst können wir auch hier entlang fahren. Beziehungsweise die da, die können wir als beidseitige machen. Und irgendwie hier stoppen oder hier ums Eck.
Ah, da hinten bleiben wir jetzt schon relativ oft stehen. Würde ich hier auch gern zweimal. Hoffen wir, das Spiel ist nicht zu sehr verwirrt, wenn es da so quasi eine Umstiegshaltestelle gibt, unter Anführungszeichen. Und aus der da mache ich eine doppelte. So, welche ist das? Die da müssen wir dann auch umbenennen mal. So, das wäre die... also ne, Moment. Einen Stopp wollte ich noch machen. Achso, ich bin noch im Umbaumodus. Und zwar... ja gut, die zählt jetzt auch als Umstiegshaltestelle, wenn ich sie dahin baue. Sonst machen wir eine weitere Schleife. So, wenn wir links fahren, dann könnten wir hier entlang fahren. Gut, ist auch nah dran, aber egal. Also so rum... Moment, wir fahren links, ja, wohl so rum. Und die andere Linie, die wir bauen, könnten wir theoretisch verkehrt herum machen. Hm. Mal schauen, können wir immer noch anpassen. Starten wir mal mit der ersten hier. So, und jetzt Linienplanung. Ich habe ein paar Dinge gelernt mittlerweile. Ich habe sie schon in der Folge nochmal geschaut, weil es mich so genervt hat mit der Buslinie. Zuschuss. Hat das als zwei gezählt? Dachte, wir müssen irgendwie welche bauen, die auch abseits sind. Scheinbar nicht. Also, Linie. Was habe ich gelernt? Schnappen wir uns nach hier mal irgendeinen Bus, der dann eingestellt wird. Ach, ist egal, wir werden alle anpassen. Nehmen wir den hier. Ich habe gelernt, dass man ihn platzieren sollte. Das haben wir in der allerersten Folge, ich habe es beim Schneiden dann gesehen, in der allerersten Folge schon gelernt, da hieß es irgendwie ja hier platzieren und gemeint war die Haltestelle. Also war so blöd markiert, dass irgendwie nach der Straße ausgeschaut hat. Gemeint war die Haltestelle und das hat seinen Sinn, wenn man nämlich auf der Haltestelle platziert. Schauen wir mal, ob er es so auch akzeptiert. Wir werden es gleich rausfinden. Als so eine doppelte ist. Oder eine längere. Ich glaube nicht ganz. Okay, das könnte eben wieder das Problem sein. Kann ich das zurücksetzen? Sonst setze ich ihn hier ein. Ich habe nicht gelernt, dass wenn man ihn an der Haltestelle direkt einsetzt... Hier sollten wir es schaffen. Dann ist der Einstiegspunkt und die erste Haltestelle genau am selben Ort. Und das hat ein paar Vorteile, oder besser gesagt, es verhindert Probleme. Ein Problem war nämlich, dass er mir immer zu diesem Startpunkt zurückfahren wollte. Was bei so einer Runde nicht schlimm ist, aber sobald man irgendwie irgendwo zweimal vorbeifährt, so wie hier zum Beispiel, und dann wieder zurück, und man hatte irgendwo einen Einsatzpunkt, dann fährt er irgendwie zu der Haltestelle, dann über diesen Punkt zur nächsten und macht so eine ganz komische Schleife. Wie auch immer, so verhindert man das. Und das ist noch ein bisschen speziell, aber ich habe es dann auch rausgefunden. Ich kann hier jetzt nicht eine Haltestelle hinzufügen. Also ich hätte ja die gar nicht hinzugefügt, sondern ich muss sie hier hinzufügen. Also die da, die, wie heißt denn, Osten, die da ist, sollte das sein. Genau, und trotzdem bleibt das jetzt die erste und das wird die zweite. Warum auch immer, aber es funktioniert. Und jetzt kann ich einfach weitere hinzufügen. Und wenn ich genau aufpasse, kann ich glaube ich auch klicken. Und zwar... Die steht falsch rum, sehe ich gerade. Die da ist richtig. Dann klicken wir noch nicht, sondern korrigieren die da noch. Weil eben... Ja, Linksverkehr... Aber eben, das war so eine Erkenntnis, nicht mitten auf der Strecke einsetzen, sonst Probleme. Kann ich die auch umbauen, einfach rotieren? Ich glaube, das geht nicht, oder? Schaut nicht so aus. Dann reißen wir sie ab.
und bauen sie einfach neu. So, haben wir gesagt, hier irgendwo ungefähr. Ja, nicht so heikel, aber links wäre gut und jetzt stimmt's. Aber eben, immer direkt bei einer Haltestelle starten, tut man sich viel leichter, wie scheint. So, dann. Nach der hier wollen wir was hinzufügen. Und wenn es geht, halbwegs gut zielen. Die ist schon, hatte ich nicht auf doppelseitig umgebaut. Habe ich mir das eingebildet. Scheint so. Aber kein Problem. Ah, vielleicht habe ich es nicht bestätigt. Das kann sein. So. Hier waren wir. So, jetzt aber und dann eben da hinten rum. Und hier dürfte eh schon eingeplant sein. Wir werden es gleich sehen. Genau, das macht er eh von selbst. Und da ist dann auch eingeplant. Hier ist auch eingeplant. Okay, dann passt das. Und Hauptabfahrt ist, denke ich, hier. Und da schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Und ich denke, wir werden auch ein Depot bauen. So, da steht derzeit vermutlich außerhalb der Betriebszeit. Genau, machen wir mal 24/7. Sag ich mal 24/7, aber man kann auch Betriebstage einstellen. Also so gesehen, ja, ist es 24/7. Auch wenn ich jetzt nur die Stunden einstelle. So, dann hier geht's los um, jetzt mal um 1. Um wie lange brauchen wir ungefähr? Es ist ja auch gerade Nacht, da geht's ein bisschen schneller. So, ja, sind wir optimistisch und sagen 6 Stunden. Was haben wir lieber 7? Lieber 7 Stunden. Was würde das heißen? Würde heißen zum Beispiel 3-mal und dann sind wir um 1 wieder da. Ah, Moment, um 3 in der Nacht erst, oder? Schaffen wir es in 6 Stunden. Boah, 6,5. Na, ist blöd für einen Takt dann. Weil wenn wir mal 6 Stunden hätten, braucht man einfach 3 Busse. Können wir alle 2 Stunden fahren. Ich starte auf jeden Fall mal um 4 schon, weil der nächste machen wir dann 6 und dann machen wir einen um 8 und hoffen, dass sich's ausgeht. So, und Betriebsstunden. In der Annahme, wir bauen ein Depot irgendwo in die Nähe. Ich schätze mal hier oder hier hin oder vielleicht hier hin. 4 geht's los und was haben wir gesagt? Sind wir fertig ungefähr um für den jetzt. Ich muss gerade überlegen, das ist einzige. Ja, wir müssen es wirklich gut timen. Also er muss schon dort sein, um in die Pause zu gehen. Das haben wir 22 Uhr. Vorsicht, aber nicht, dass wir irgendwo von da weg schon ins Depot schicken. Wir wollen ja fertig fahren, die Runde. Machen wir 22 Uhr. Und sollen wir die anderen gleich einsetzen? Ich würde fast sagen. Schnappen wir uns da noch 2. Und ich kopiere die.
und kann die vermutlich einfach hinter dem hinplatzieren. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Fahrplan anpassen natürlich noch. Und die anderen ziehe ich jetzt auch mal zurück, weil die werden wir ja auch neu einplanen. Genau, beim Schrein brauchen wir noch einen zweiten oder sogar mehr vermutlich noch. Genau, Betriebsplan. Das müssen wir noch schnell machen. Hier. 2 Stunden später. Und 2 Stunden später. Und dann nochmal 2. Oder jetzt 4 in dem Fall. So, 8. Und 2 Uhr. Und dann schauen wir uns das noch an. Sehen wir uns natürlich alle ein bisschen angestaut, klar. Und was haben wir da beim ersten verbockt? Ist es vielleicht nicht ganz ausgegangen, dass er um 6 schon losfährt? Ja, können wir das mit den Takt noch oder mit der Dauer für die Runde nochmal überprüfen, ob es sich wirklich ausgeht? Also, ja, ich glaube, puh, ja, das wird, glaube ich, knapp. Ja, jetzt, wo ein bisschen mehr los ist. Oder was hat man um... Was, na, vielleicht geht es sich aus. Hoffen wir, dass es sich ausgeht. Wir könnten... Was wir machen können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja genau, da hat es jetzt wieder nicht geklappt. Ah, es hat schon geklappt. Wir haben nur kein Depot. Ich würde sagen, was wir machen könnten, ist einfach stündliche Abfahrt stellen oder so halbstündlich. Und dann, wenn er seinen Slot verpasst, fährt er einfach später. Aber wäre ein bisschen ein komischer Service, finde ich. Wenn es heißt, wenn der Bus zu spät ist, dann fährt er eine halbe Stunde später. Ist ja noch im Takt. Ist ja ein Halbstundentakt, falls ein Bus kommt. Von dem her probieren wir es so. Allerdings, wir bauen ein Depot. Und zwar, Frage ist eben wo. Ich dachte vielleicht hierhin. Kostet auch über 100, aber ich glaube, ist okay. Und ich hätte eben noch 2 Busse hier eingesetzt, die irgendwie da entlang fahren. So ein bisschen den Rest abfahren, vielleicht so rum. Dann hätten wir eben da 5 Busse Platz. Und das Depot oben bei Iberiland nehmen wir für unsere Schnellbusse. So, und da passen wir noch an. Nicht Betriebsplan, sondern doch Betriebsplan. Hier ist es ja Depoteinstellung. Und zwar das hier. Okay, ins Depot gefahren wäre er nicht, wenn er zu früh da durchfährt. Weil ich glaube, er fährt ja erst hier ins Depot. Die Frage ist, well, es hätte vermutlich geklappt. Ich glaube, es wäre egal gewesen, wenn wir die Betriebszeit etwas zu früh beendet hätten. Ist ja immer was anderes, ob man ins Depot dann zurückfährt oder hier den Bahnhof sozusagen blockiert, den Terminal. So. Und der dritte noch. Was ich zwischen den Folgen, glaube ich, machen werde, weil jetzt sind wir eh schon wieder drüber, ist die Haltestellen schnell umbenennen und die Busse. Und auch die Depots, wenn ich dabei bin. Das schaut eigentlich nicht schlecht aus. Falls er die 6 Stunden schafft, passt eigentlich sehr gut.
Allerdings sehe ich, sind die Leute sauer und das liegt, glaube ich, schon wieder daran, dass einfach so die Busse so voll sind, dass keiner dort einsteigen kann. Na, mal schauen. Ah, ich glaube, da haben wir ein heiliges Puffer. Ich würde sagen, ich bin zufrieden. Eben, mache ich die ganzen Umbenennungen. Dann nächstes Mal machen wir hier noch eine Linie. Und die Frage ist, machen wir hier noch eine hin? Hätte fast gesagt, ja. Dann müssen wir die dann noch verstärken. Ich glaube, da warten super viele Leute. Sehe es überhaupt nicht, aber sieht man es so? Nein, so sieht man es ja auch nicht, oder? Ah, jetzt sieht man es. 60. Ja, schon zu viel. Und Verträge müssen wir dann noch schauen. Aktien müssen wir wieder mal schauen. Und ja, vielleicht nach Westen bauen. Genau, und Fischverkauf. Da gibt es einen passenden Betrieb, den wir errichten könnten. Ja, also genug zu tun. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und Baba.